Die Alexandra hat sich was Neues gegönnt. Ein Kabel Imperial 740 TDL King Size, 2,50 Meter Breite. Ist ja schön geworden. Sehr, sehr schön, traumhaft. Aber eigentlich war das der Wunsch meines Mannes. So, jetzt hat er ihn bekommen, aber die Frau, die muss ja auch ein bisschen mitspielen, oder? Natürlich, mir blieb nichts anderes übrig. Nein, ist alles gut, ich bin wirklich, wir sind sehr, sehr zufrieden. Ist schon Luxus, was ihr habt, oder? Ist absolutes, purer Luxus, also es geht fast nicht mehr. So, es ist alles schwarz, ihr habt wirklich die schwärzeste Tönung, die es gibt, die ist nicht Serie, oder? Nein, die ist nicht Serie. Wir sind jetzt in Holland. War das eigentlich schwierig jetzt in den Niederlanden, den ich sag mal, zu vertrauen den Holländern? Die sind ja, ich sag mal, anderes Land und so. Man weiß nicht, wo man sein Geld hin überweist. Das war kein Problem, oder? Nee, das war eigentlich sehr schnell gelöst auf der Messe in Düsseldorf. Ja, das war eine Nacht mal drüber schlafen und am nächsten Tag waren wir sofort wieder Beine und haben unterschrieben und dann war alles bereit. Ja. Für den Bau. Ihr habt ein wunderschönes Zugfahrzeug, das heißt, der zieht den auch mal aus dem Schlamm raus, ein Amarok. Den gibt es ja nicht mehr. Ich hoffe, das ist der Sechszylinder, ne? Ich frage gleich mal deinen Mann. Es steht drauf V6, gell? V6 steht drauf. Der wird ja nicht mehr gebaut. Das ist eines der meist nachgefragtesten Zugfahrzeuge. Weißt du das überhaupt? Nein, das wusste ich nicht. Ihr habt einen der besten. Ich will mal nicht zu sehr, dass wir das Kennzeichen nicht draufkriegen, aber ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Zugfahrzeug und dahinter der Kabel. Was hat euch denn bewogen, einen Kabel zu nehmen? Weil ich sag mal, der ist ja schon eine Schippe teurer wie mancher andere, oder? Wir hatten vorher einen Tabot, mit dem waren wir auch sehr zufrieden, aber Kabel ist halt einfach von der Technik her noch mal ein bisschen, ja, schöner, besser, toller. Also es bedarf viel Übung, muss ich mal sagen, bis wir das alles so raus haben, was der so kann. Aber ja, mein Mann hat die größte Freude damit. So, ist jetzt totaler Zufall. Wir haben das Kennzeichen mal abgemacht. Das ist das Heck. Übrigens, ich hole meinen heute ja auch ab. Gibt es noch ein extra Video? Da vorne steht er. Wir haben uns jetzt mal ein neues Rasenmobil gegönnt. Der hat einen Mover mit drin, einen Vierkanal-Mover. Der fährt auf der Stelle quasi, oder? Das heißt, ihr müsst nicht mehr drücken. Das ist richtig, ja. Das geht meistens auch eine untere Größe. So eine riesen Markise habt ihr drauf mit einer tollen Beleuchtung. Da ist nur ein kleines Fenster drin. Das heißt, ihr habt Platz ohne Ende da drin. Das heißt, das ist auch richtig, ja. Also Platz zum Tanzen. Komm, wir gehen mal drum rum, dass wir das Ganze mal sehen. Von hinten hat er gut gefallen? Ja, der sieht total schön aus. Also da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. So, die Sattanlage ist drauf. Ihr habt, das sieht aus wie ein Citywasseranschluss. Ein Citywasseranschluss. Das heißt, du kannst so lange duschen, bis der Arzt kommt in Spanien? Sozusagen, ja. Wenn ich das Wasser am Platz habe, schon, ja. Ist Spanien bei euch gesetzt? Oder? Nein, nee. Nein. Wo geht's hin üblicherweise? Ja, wir sind eigentlich Bergeliebhaber und sind hier ja jetzt in der ganz anderen Gegend. Aber wir mussten ja unseren Wohnwagen abholen. Aber ich muss echt sagen, hier gefällt es mir in Holland auch wirklich sehr, sehr gut. Man könnte hier bleiben, oder? Wir bleiben auch noch eine Woche, ja. Schau mal da, das hier ist eine Besonderheit. Da kannst du einfach lüften, ohne Fenster aufmachen zu müssen. Genau, das brauche ich, weil ich brauche immer frische Luft beim Schlafen. Und der Andreas mehr oder weniger schon auch, aber ihm zieht es immer gleich. Und für mich ist das jetzt hier optimal. Wenn ich mal gerade hier nach rechts an die Stelle mal stellst und einfach mal ein kleines bisschen lieb hast, dass man dich mal sieht, da ist er jetzt mit aufgebauter Sattanlage und allen drum und dran. Das ist das ganze Gespann. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns den mal an. Er ist von Alde, ist die Heizung. Das heißt auch das, natürlich jetzt eine Warmwasserheizung wie zu Hause, das ist auch ganz nett, oder? Das ist sehr schön, das ist Luxus pur. Ja, die Haltbarkeit, wir haben ja entsprechend darüber berichtet, die meisten Kabel fahren ja noch, die jemals verkauft worden sind. Das heißt, da gehst du auch von aus, dass er auch lange hält, oder? Ja, davon gehen wir auf jeden Fall aus. Also wir werden, solange wir können, dieses Fahrzeug fahren. Es sei denn, es kommt wieder mehr Technik raus und mein Mann braucht noch mehr Technik. Ihr fahrt auch Ski? Nein. Ich fahre keinen Ski. Da vorne ist ja das Skifach dabei. Ja, Kass, ich habe sie gefragt, ob man euch vertrauen kann. Da hat sie gesagt, es hat nur 5 Minuten gedauert auf der Messe, weil ihr seid ja hier in den Niederlanden. Wie ist das mit der Steuer? Wie funktioniert das? Ja, man zahlt ja jetzt in Deutschland eine andere Mehrwertsteuer. Das ist so. In Deutschland haben sie 19% Mehrwertsteuer. Hier in Niederlanden, in Holland, haben wir 21%. Ja. Aber natürlich ist klar, ein deutscher Kunde bezahlt bei uns nicht mehr, dann wenn sie in Deutschland was kaufen. Ja. Und bei Wohnmobil ist das so, dass sie ohne Mehrwertsteuer kauft. Okay. Und dann muss das later in Deutschland bezahlt werden und dann zahlen sie auch 19%.
So, Sie kommen es neu abholen. Ich darf mal kurz mal reinfilmen. Ja, gerne. Boah, ihr habt einen tollen Boden habt ihr hier drin. Der ist ja wunderschön. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich keine Hunde, oder? Nein, keine Hunde. So, ich ziehe mal gerade hier meine Schuhe aus, dass wir hier auch, ja nichts irgendwie dreckig machen. Eine Hubstützanlage habt ihr drin? Ja. Von E&P oder was ist das? Ja. Oh, sie ist ja goldig. So, die ist da vorne drin. Da ist sie eingebaut. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Fernseher hier an der Seite, 32 Zoll. Auch das ist mit drin. Hier vorne hast du ein Pioneer-Radio mit drin. Man will ja auch Radio hören. Wie fühlt es sich denn an? Ihr habt schon hier drin geschlafen heute Nacht? Ja. Und wie war's? Sehr, sehr schön. Das schläft sich wie zu Hause hier. Das heißt, auch hier alles komplett durchgehende Ebene. Das heißt, du musst nicht hochklettern wie beim Wohnmobil. Das ist richtig, ja. So. Und das, also diesen Luxus, den liebe ich einfach. So, ich zeige das mal. Natürlich eine Klimaanlage drin. Hallo. Hallo, ich grüße dich herzlich. Du bist der Mann der, von der Frau. Ich bin der Mann, jawohl. Ich bin der Andreas. Hallo. Hallo, Andreas. Ihr habt eine wunderschöne Rundsitzgruppe hier drin. Die Polsterfarbe, auch die habt ihr selber gewählt, oder? Ja, auf Empfehlung von Harry de Greve. Der Harry. Der Harry hat uns empfohlen, das ist das schönste Muster und auch die schönste Küchenplatte dazu. Und da haben wir dann vertraut und haben gesagt, das nehmen wir so. So, ist sehr zeitlos. Das heißt, also du hast das Dunkle mit dem Hellen gemischt. Ich glaube, zu hell, zu weiß wäre auch nichts gewesen, oder? Nee, ist für die lange Zeit. Man muss ja auch ein bisschen mitfahren und länger dann auch mit zufrieden sein. Und ich denke, zeitlos macht mehr Spaß. So, ein ganz großer Backofen. Du backst ab und zu mal? Ich bin leidenschaftliche Bäckerin. Leidenschaftliche Bäckerin. So, da vorne hast du beides, Induktion und Gas hast du mit drin. Ja. Dann den großen Kühlschrank, den habe ich heute Nacht schon mal angemacht. Ich habe denselben. Der macht irre kalt. Ja. Hast du vielleicht schon gemerkt. Also genau. Wenn die Leute sagen AES, der Vorteil ist sehr leise. Das heißt, du hörst ihn gar nicht. Das ist absolut richtig, ja. So, da ist dein Bettchen. Du schläfst links oder rechts? Ich schlafe am Belüftungsfenster. Am Belüftungsfenster. Da vorne ist das Fenster, ich zeig's mal gerade, dass wir das mal sehen. Denn das ist auch eine Besonderheit, du kannst es aufmachen und einfach lüften. Und das Fahrzeug zählt dann als geschlossen. Das heißt, man kommt so einfach ja hier nicht rein. Dann ein Heckbad, das ist ja auch ein Traum. Das heißt, du kannst richtig duschen hier drin. City-Wasseranschluss, die Kaffeemaschine ist noch drin. Habt ihr Licht hier drin? Ja. Ich überlege gerade wie. Schalter an der Seite. Weil das Lichtdesign ist sehr warm, gell? Ja, ja. Und auch alles dimmbar. Ja, eine Cinderella? Ja. Okay. Eine Verbrennungstoilette. Also, ah, das ist ja eine feine Sache. Du hast nichts mit Chemie zu tun, oder? So ist es, genau. Kein Entleeren mehr, also außer ein bisschen Asche. Habt ihr die schon probiert? Ja. Und? War wirklich gut. Also, beides es ist probiert? Nein. Nur klein gemacht? Nur klein. Okay. So, hier vorne eine Riesendusche. Die ist natürlich auch klasse. So, hier vorne kannst du alles ablegen. Warte, ich filme mal gerade hier rein, dass wir das Ganze mal sehen. Denn allein das Schlafzimmer ist natürlich nicht nur ein Schlafzimmer, sondern hier kann man sich mal hinfläzen, hier kann man auch mal was lesen. Hier vorne habt ihr einen zweiten Fernseher. Ja. So, falls man abends ja noch mal was schauen möchte. So, lass mal kurz gucken. Hier oben noch ein großes Heki, die Sat-Anlage mit drauf. Originalkabel von Oyster. Mit Fernbedienung. Boah, ist die schön. So, was ist denn noch hier extra? Aber die Rundsitzgruppe hier, das ist ja was, was man im Wohnmobil wirklich vermisst, oder? Ja, also deshalb sind wir auch einfach noch Wohnwagenfahrer. Also irgendwie würde uns das vielleicht schon auch reizen, dieses Wohnmobilfahren. Aber zum einen fehlt mir dann das Wegkommen vom Campingplatz. Und zum anderen, ja, diese große Rundsitzgruppe, die würde ich vermissen. Es ist, wenn du das mal richtig durchrechnest, dir ein Reisemobil kaufen würdest mit den Genen, die hier verbaut worden sind, da wärst du locker mal so 250.000 Euro los. Ja, das ist richtig. Und das ist, wenn man das richtig rechnet, ist es viel günstiger und du hast immer ein Auto dabei. Genau, ja. Genau, das ist der Knackpunkt, den wir einfach brauchen. Also, ja. Ich darf mal reingucken in deinen Kühlschrank? Ja, kurz mal schauen. Was ihr mitgebracht habt. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht viel. Wir waren frisch ja noch nicht, nein, wir waren nicht frisch einkaufen. Das haben wir alles noch von zu Hause dabei. Da wir mit unserem alten Wohnwagen hierher gefahren sind und dann umgeräumt haben und dann mit dem neuen wieder weiterziehen. So, die Butter. Ihr habt schon gefrühstückt heute Morgen? Nein, heute Morgen nicht. So, alles klar. Also es sieht ganz normal aus, nach ganz normaler Familie. Hier vorne ist der Kleiderschrank. Der Grundriss ist uns bei mir so ähnlich, muss man sagen. Wobei, ich habe ja hinten dann noch eine Heckgarage drin. Fahrräder, die sind ja vorne auf der Deichsel, gell? Genau. So, Zuladung habt ihr auch satt hier, oder? Das
Andreas. Der Mann fragt. Bitte den Andreas fragen. Ich frage mal den Andreas. Sehr viel. Andreas, okay. Zuladungsthema. 2800 Tonnen. Zuladung. Ja. Ja, also Gesamtgewicht 2800 Tonnen. 2800. Zuladung wollten wir wiegen. Da bin ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ausreichend ist, aber ich schätze mal 350, 400 Kilo. Ja, es gibt einen Vorteil, wenn du gar nicht wiegst, dann hast du die meiste Zuladung. Genau, ja, aber macht in manchen Ländern ein bisschen Problem. Holland, ja, da gibt es so Schutzpolizei, die dann. Achso, die wiegen schon mal. Ja, die wiegen schon mal. Wir sind über die Rheinbrücke gekommen und haben gesagt, wo wir unsere Altwohnwagen abgegeben haben. Ja. Jetzt haben wir die Chance zum Wiegen, aber sie haben uns durchgelassen. Ich hatte ja mal selbst früher jetzt einen Tabat, muss ich sagen. Also ich hatte. Puccini hatte ich. Wir auch. Doppelachser. Also auch. Den habe ich aus Frankreich günstiger Stadt. Wohne ja in Frankreich, der hatte kein Klo. Und ich habe ihn geliebt, muss man sagen. Was ist hier jetzt nochmal eine Steigerung, deiner Meinung nach? Ich glaube, die Technik, die Faszination Technik, ja. Die Vielseitigkeit, die alte, serienmäßig. Fußbodenheizung. Fußbodenheizung. Ja. Die ganze Zonenheizung von Alde, die mit verbaut ist. Also es ist schon Technikverliebtheit. Du bist was im Beruf? Ich bin in der Automobilbranche tätig. Also Techniker? Ja, Techniker in der Grundausbildung mal gemacht. Okay. Haben heute Karosseriebauteile für die Serienproduktion und kenne mich aus mit Caravans bzw. auch mit Autos. Ein großes Hobby. Ihr wollt in die Berge? Auch. Jetzt bleiben wir erstmal noch eine Woche hier. Ich habe deine Frau gelobt. Ihr habt ein ganz seltenes Zugfahrzeug. Ihr habt einen V6 Amarok noch bekommen. Ja, der geht auch nie wieder weg. Nie wieder. Der geht auch nie wieder kaputt, habe ich das Gefühl. Nein, der bleibt. Da kommt jetzt der neue Amarok. Der soll doch viel besser sein. Ja, aber die Motorleistung ist schon ein bisschen unterirdisch. Also der Vorteil ist, der darf 3,5. Was darf er ziehen? 3,5 Tonnen, 140 ja. Kilo Stützlast. Der Kabe hat auch 130, also passt ideal zusammen. Mhm. Und macht dann die Fahrräder drauf, das geht. Ja, das geht, das macht dann Spaß zum Fahren. Achso, dann. Ja, ist die Stützlast höher. Der drückt da höher. Sehr cool. So, es geht jetzt wo? Jetzt in Urlaub? Jetzt bleiben wir noch eine Woche in Holland. Wollen noch einmal auf den Campingplatz Tweebrücken. Oder Tweebrücken heißt er. Und, oder wo? Tweebrücken. Nee, in Winterswijk. Ja, irgendwo halt. Irgendwo. Bleiben wir noch eine Woche, testen noch einmal ausgiebig, was alles funktioniert. Und sollte noch was sein, dann haben wir die Chance, noch mal vorbeizukommen. So, das heißt, du würdest noch mal den Wohnwagen hier kaufen, oder? Ich würde noch mal hier kaufen, ja. So, da gab es auch kein Geld jetzt dafür, oder irgendwie? Nein, es gab kein Geld dafür. Wir haben uns auf der Messe gut verstanden. Wir haben ein tolles Service gehabt, was die Messe anbelangt. Wir haben zwei Nächte hier schlafen dürfen auf einem bekannten Campingplatz, gar nicht weit von hier. Mhm. Haben dann hier die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen, sind abends noch zusammengesessen, war wunderschön. Mein Gott, ich kenne dich gar nicht so nett. Ja. Aber bei mir ist immer schnell, Sven, du kriegst einen guten Preis und kannst fahren. Für Kunde mache ich alles. Für die Kameraleute nicht so, muss man sagen, ja. Nee, ganz toller Wagen. Nee, ich nehme das zurück. Der Cars ist ein ganz lieber, da könnt ihr fahren. Die Ausstellung ist ja schon der Hammer hier, muss man sagen. Jetzt nichts gegen die Messe in Düsseldorf, aber wenn du hier reinkommst, da stehen dann noch mehr Cars, oder? Das ist richtig. Und wenn man die Videos dann so sieht, dann ja. Da wird es hilft schon mit den Videos, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also der Gräf bei Nacht ist ja ein Traum, wenn man sich das mal anschaut. Ich war schon am Pennen, muss ich sagen. Und der Cars habe ich dann geweckt und gesagt, wir treffen uns um 9 Uhr. Ihr habt nachts, das sieht wirklich toll aus, oder? Ja, alle Verkehrsbeleuchtung ist an und wir haben die Beleuchtung hier mit der Schwerbeleuchtung. Ja, alles angemacht und ja, es ist ein sehr schönes Video. Das ist gemein, oder? Das Nachtvideo, oder? Das ist sehr gemein, aber unser Wohnwagen sieht nachts auf dem Campingplatz mindestens genauso schön aus. So, da vorne ist ja Innovation Design, das Ganze ist drauf gedruckt. Das ist auch nochmal ein Vorteil, weil die Aufkleber lösen sich nämlich nach ein paar Jahren. Das kann hier nicht passieren, sagt man. Sagt man. Müssen wir testen, aber ich glaub's. So, die schwarzen Scheiben, war das schwer zu kriegen? Nein, durch das, dass wir über Holland bestellt haben und auf der Messe bestellt haben, ist ja eigentlich ein holländischer Wohnwagen, den wir dann nach Deutschland importieren. So, das ist so. Das war ja ganz unkompliziert. Ich nehme an, da war jetzt ein COC dabei. Du konntest direkt zulassen? Ich habe den COC bekommen. Wir haben dann vom Prinzip an der Zulassungsstelle ein deutsches Kennzeichen beantragt, sind mit dem deutschen Kennzeichen hochgefahren, rangeschraubt und fahren jetzt weiter. Ja, ich habe deine Frau ja gefragt, entsprechend jetzt die Zahlungsabwicklung. Da hat man ja ein bisschen Angst. Man überweist das Geld nach Holland. Man weiß ja nicht, diese Holländer und so, was machen die mit dem Geld? Die fahren damit in Urlaub oder so? Ja, aber ich glaube, da war ein großes Vertrauen da von beiden Seiten. Ja, wir haben gleichzeitig. Vertrauen muss man haben. Wenn wir kein Vertrauen haben, machen wir überhaupt keine Geschäfte.
Ihr macht das Ganze schon lange, also mit Wohnwagen, oder? Ja, ich selbst für 12 Jahre und Vater 45 Jahre. 45 Jahre, ja. Das ist so, das merkt man auch, oder? Die haben richtig Ahnung vom Wohnwagen. Ja, die Erfahrung ist da, die Beratung ist da und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass man sich gegenseitig vertraut, egal wo man hingeht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich vertrauen kann, ja, dass man miteinander reden kann, telefonieren kann, Probleme diskutieren kann, auch wenn es mal ein bisschen härter ist, aber am Ende die Lösung finde ich das Allerwichtigste. Wenn es ein bisschen härter ist am Ende. Ihr habt auch Kinder? Ja, wir haben Kinder. Wie viele habt ihr? Drei. Drei Stück? Ja. Echt? Die sind aber alle schon erwachsen. Alle schon erwachsen? Du, ja, siehst noch so jung aus. Ja, das ist, wer früh anfängt. So, dann dürft ihr euch mal zu dritt mal gerade nebeneinander stellen, dass wir so ein Fotofinish machen. Hier, vielleicht hier vor das Fahrzeug. Kass, daneben. Komm, du daneben. Gehörst mit dazu, zur Family jetzt. Wenn man hier zwei Tage schon steht auf dem Platz, ja, so, einmal da. Da sind sie. Kass, ja. Du bist nochmal der? Andreas und Alexandra, so war es. Ja, mein Gott, Namen merken schlecht. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, Alexandra, dann sieht er viel schöner aus. Fürs Fotofinish. So, vielen Dank fürs Einschalten. Heute, übrigens gefilmt am 11. Juli 2022 auf dem Platz von De Greve Caravaning in Crave. In der Nähe von Kleve, übrigens. Tschüss.